Wie schmeckt ein Restaurant in Dubai mit den besten Google-Bewertungen? 4,9 Sterne. Finden wir es heraus. So Leute, wir sitzen jetzt im Al-Khaimah Heritage und für Mittagessen sind wir noch ein bisschen zu früh, von daher trinken wir erstmal einen ganz gechillten Milchtee mit Kardamom und anderen Gewürzen und haben dazu noch ein traditionelles Brot bestellt mit Käse, und zwar nennt sich das Ragak. Ragak. Ja, ich hoffe, ich spreche das aus. Ragak. Für 10 Dirham. Ne? Ein Dirham entspricht 25 Cent, könnt ihr selbst ausrechnen. Ja? Und das ist eine sagenhafte Atmosphäre. Hier ist erstens der Raum super klimatisiert, ne? Hier weht ein Wind, hier ist alles sehr, sehr lichtdurchflutet und schaut mal, wie königlich man hier sitzt. Guck mal, Klaus, wie sitzt man denn ja, hier? Super, super bequem, ne? Richtig chillig, wie so ein König, ne? So ein richtiger Baba halt, ne? Und von daher, ich glaube, die Atmosphäre spielt auch in diesem Restaurant eine sehr, sehr entscheidende Rolle, deswegen auch diese guten Bewertungen und vor allem Service ist richtig heftig. Ne? Also fängt schon an, hallo, mein Name ist das, ich bin für dich zuständig, wir machen dies, wir machen das. Also mega, mega geil. Und jetzt muss einfach nur noch der Tee schmecken, das Brot schmecken und danach anschließend bestellen wir dann richtig zu Mittag. Ja, Leute, die Frau, die muss ja wirklich Hände aus, keine Ahnung was haben, die muss ja so eine fette Hornhaut haben, weil die greift einfach mit ihrer Hand, nimmt den Teig, streicht ihn praktisch über diese Crepe-Platte, einfach so ganz gechillt, nicht irgendwie hektisch, sondern ganz langsam, weil die muss ja wirklich krasse Hornhaut haben, und anschließend bestreicht sie den Teig mit so, ja, flüssigen Käse, sowas wie Milkana, so ein Schmelzkäse. Lässt dann praktisch den Teig richtig anbraten, dass er schön kross wird, und dann faltet sie den Teig, schneidet den und packt ihn dann praktisch in so einen Brotkorb. Also sehr interessant auf jeden Fall von der Handhabung her. Das ist der Gag. Traditional Gag Bread with Cheese. Yeah, so it's like a crepe. Yes. Arabic crepe. Yes, this traditional one, this soft and very delicious here with Korok tea. Yeah, alright. Enjoy and have a nice time. Thank you very much. Der ist gefüllt mit was? Käse, mit so Schmelzkäse. Wahnsinn. Der Teig ist sehr knusprig. Aber wenn man reinbeißt und die Füllung mit hat, ist das unheimlich saftig. Seht ihr das an? Also wirklich super. Ist wie so ein Crepe-Teig, ne? Nur ja, dass er knusprig ist, ja, ne? Oh ja, der ist richtig gut. Intensiv mit Kardamom, ne? Ja. Schön süß, aber nicht zu süß. Nee. Black Tea, mega, mega, mega geil. Und das ist hier jetzt das Ragak. Ragak. Hat ja praktisch so eine Konsistenz wie Esspapier schon praktisch, ne? Ja, es ist knusprig, ne? Ja. Du schmeckst den Schmelzkäse dezent. Doch als Snack. Auf jeden Fall, also ich würde es als Snack bezeichnen, ne? Doch, das hat schon irgendwie was. Ne? Ich sag mal so, das ist jetzt keine wahrhaftige Geschmacksexplosion. Aber mal was zum Tee passt das auf jeden Fall. Mega, geil. So, jetzt ist es soweit. Wir haben Chicken Biryani bestellt. Und zwar kostet das 59 Dirham. Das ist umgerechnet so 14 bis 15 Euro. Ja? Und ich bin mal gespannt, wie das hier schmeckt. Das ist auch ein typisches Gericht hier. Und ja, mal schauen. Ne? Also, ich muss sagen,
Die Atmosphäre ist hier cool, aber ich habe das Gefühl, es wirkt auch sehr touristisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass es kein Schuss in den Ofen ist, also dass es kein Reinfall wird. Aber ja, wir müssen einfach positiv denken. Ich hoffe einfach mal, dass es gut schmeckt. So, wir haben auch schon mal hier einen Starter bekommen, und zwar Kichererbsen mit Chili und dazu ein bisschen Zitrone, sollen wir hier reinspritzen, zack. Sieht sehr unspektakulär aus, aber mal schauen, wie der Taste ist, ne? Aber schon mal ganz süß gemacht in diesen Schalen, ne? Ja, was soll ich großartig sagen? Schmeckt nach Kichererbsen, hat einen leichten orientalischen Touch, ist aber angenehm, ist schön bissfest, also sind jetzt keine Dosen, das sind keine Dosen Kichererbsen, sondern die sind frisch gekocht. Ja, für der Starter, aber nichts Weltbewegendes. Also die Kichererbsen sind nichts Besonderes. Also in meinen Augen sehr lasch im Geschmack. Also gar nicht intensiv im Geschmack. Also ist nichts Besonderes für mich. Ja, leichter orientalischer Touch halt, ne? Ja, mag sein. Ja, aber sonst nichts, ne? Also das ist hier das Chicken Biryani. Und zwar, was haben wir denn da? Hier haben wir fluffigen Reis, Chicken, Rosinen. Ich gehe mal davon aus, es ist ein bisschen Koriander, Chili. Dazu hier gesellen sich zwei Soßen, einmal eine Joghurtsoße mit Gemüse, mit so Gemüseeinlage. Das ist eine Tomatensoße, die ein bisschen spicy sein soll. Und jetzt werden wir einfach mal probieren. Hier von. Ich packe das jetzt erstmal kurz hier drauf. Der Reis, der ist sehr gut gewürzt. Die typischen orientalischen Gewürze. Also von Kreuzkümmel bis Fenchelsaat ist da drin. So. Ich habe schon mal ein besseres Chicken gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es ein bisschen trocken. Ne? Vielleicht deswegen auch die Soßen. Ich schneide mir jetzt einfach mal ein Stück nochmal ab. Guck mal, raus. Hier. Und dipp das einfach mal hier in diese Tomatensoße. Also erstmal so. Es wird nicht mein Lieblingsessen. Man kann es essen, aber dass der Laden so krasse Bewertungen hat, das kann ich eigentlich nicht verstehen. Weil bei so einer Bewertung von 4,9 Sternen, da muss das Hähnchen on point sein, saftig. Wenn du schneidest, muss der Saft laufen, weißt du? Guck mal, selbst hier bei der Keule, Ja gut, minimal saftig, ne? Aber habe ich schon besser gegessen. Also Klaus, ich bin mal gespannt, was du davon hältst, ne? Sag ruhig deine ehrliche Meinung. Also für mich sieht das schon sehr trocken aus. Mal sehen, wie der Reis schmeckt. Der Reis ist schon gut gewürzt, ne? Das auf jeden Fall. Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, mein Geschmack ist es nicht. Das Fleisch ist sehr, sehr trocken. Also ist gar kein bisschen saftig. Es ist sehr, sehr trocken, das Fleisch. Also das schmeckt mir nicht. Tut mir leid. Was sagst du denn dazu, dass der Laden jetzt 4,9 Sterne hat und über 5000 Bewertungen? Also nach dem Hähnchen zu beurteilen, hat er keine 4,8 Sterne, sondern 2,5. Ja, und ich finde, also ich muss auch ganz ehrlich sagen. Und der Reis ist auch nichts Besonderes. Tut mir leid. Ich glaube, hier kommen wirklich Touristen. Deswegen hatte ich schon dieses Gefühl wegen Touristen. Touristenfalle so. Dass die Leute, die keine Ahnung von Essen haben, die essen das und sagen, oh wow, ja, was darum. Spice ja, ist und keine Ahnung. Ganz anderes ist. Genau, aber wenn man jetzt so fachmännisch das betrachtet. Sehr trocken das Fleisch. Also, mach Are you ready? Yes. Okay, perfekt. So Leute, wir haben soweit einen Teil des Essens noch aufgegessen, aber ich bin der festen Überzeugung,
dass es sich hierbei um eine Touristenfalle handelt. Ja. Ne, natürlich ist alles schön, die Aufmachung ist schön, da ein Gebetsteppich, da die schönen Stühle, da ist alles schön, schön klimatisiert. Service ist natürlich wirklich nonplusultra, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das Essen, sag mal was über das Essen. Also das Essen qualitativ schlecht. Ja, müssen wir leider so sagen. Und die Leute, die jetzt da irgendwie tolle Bewertungen geschrieben haben, die haben einfach keinen Plan vom Essen. Sorry, dass wir das so direkt sagen müssen. Es schmeckt nicht immer alles gut. Ne? Und heute war das mal ein Fail. Ne? Und deswegen machen wir auch die Videos. Wir wollen euch ja zeigen, wo man gut essen gehen kann. Und wir waren halt total verwundert. Über 5000 Bewertungen und 4,9 Sterne. Und das hat uns halt neugierig gemacht. Und deswegen sind wir hierher gekommen. Und ja, Leute, es war eine Enttäuschung, essenstechnisch, aber eine Erfahrung zugleich. Und wir können euch den Laden nicht empfehlen. Also Leute, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt fleißig in die Kommentare und vergesst nicht kostenlos unseren Kanal zu abonnieren. Genau, und wir sehen uns jetzt in einem anderen Land wieder. Also, peace. Peace. Peace.